so. Und so hatten wir jeden Abend da, und jeder hat sich das gemacht, und deshalb passten wir da mit rein, und man wollte es andauern, dass das andere. Das tut nicht so weh, was ich denn, manche gesagt haben, dass das nicht stimmt. Weil, also ich habe schon alles gemacht. Ne? Ich habe Kinder gekriegt, ich hab meinen Stiefbruder verhauen, die haben sich alles ausgedacht, nur um uns dann auseinanderzuziehen und so, und dass Ralf dann von mir Ruhe hatte. Heute weiß ich ja warum, ich konnte es gar nicht verstehen, warum man das behauptet. Hm? Ja. Alles so eine Sachen und gestohlen und ich weiß gar nicht mehr, was alles mit uns interessiert haben. Oder, ach, denn hier haben wir mal erlebt und die haben wir dann auch versucht anzuzeigen hier, weil ich von dem erzählt habe hier von der Bühnche, Kerstin Bühnche. Ich sehe, dass du mich schon gewartet hast, wie du redest. Jetzt sehe ich das. Weil diese Kerstin Bühnke hat mich da geträumt und so, aber diese Kerstin Bühnke behauptete mich mal, das war glaube ich schon 1990 oder so, ne? Das war schon nicht mehr, weil sie unbedingt noch mehr Wettgeld haben wollte, dass du Schulden bei ihr hast, ne? Ja. Und ich weiß gar nicht, wie viel, weißt du es? 2000 Euro. Nee, D-Mark, ja. Ja, D-Mark. Und ja, alles versucht anzugemacht und so, und dann ist natürlich dann verlaufen und man war so naiv, weil wir sind so gutmütig, sie hat gedacht, wie das denn weiter sagt, dass es das so peinlich ist, dass es Geld geht. Ja, genau. Aber da sind wir natürlich anders, weil wenn einer sowas behauptet, dann will ich nicht. Das ist aber ganz, ganz komisch. So, und das hat sie natürlich nicht gewusst und so. Man hat uns andere, ich weiß es heute gar nicht mehr, was man uns alles angehängt hat, ich weiß es einfach nicht mehr. Und dann gab es Razzien. Dann haben wir irgendwann angeblich fast den Start gesagt und waren wieder drin. Meine Frau hat dort ein angebliches Kind verloren. Also unser Kind, das heute lebt, und heute wahrscheinlich heute wissen. So lief das immer. Und das wollte doch jeden nachdenklich machen, der sowas hört über den schönen Kommunismus. Also wir, die nichts gemacht haben, wir sagen ruhig, und wenn das keiner glaubt, wir haben eben so geforscht, wir haben keine Zeit zu klauen oder irgendwas anderes zu machen. So, nachher hatten wir auch so viel Geld. Dann ist man doch dumm, oder auch danach, dass man uns hier alles unterstellt und jeder weiß ja jetzt, dass wir zumindest ein kleines Vermögen haben. Wir hatten, können ja noch ein bisschen was nachweisen, dass man mindestens einige hunderttausend Euro wert ist. Oder beziehungsweise einige Millionen jetzt die Karte, die wir zu viel haben, was gefunden haben. Die wir auch damals schon überall gezeigt haben, die wir natürlich schon wieder vergessen haben gehabt. Die man uns aber nicht wegnehmen konnte, weil das wäre aufgefallen. Wir hätten gleich geschenkt nach Kraft und so. Also wir haben sie halt weggepackt und jetzt haben sie wiedergefunden, weil diese Drogen sich die Herren durcheinander selbst nicht mehr bewusst hat. Wir hatten noch nicht mitgemacht. Das sind halt Millionchen und so was so. Ja, dann wäre man doch dumm, wenn man irgendwas gegen den Staat macht oder so. An den Alkohol wird wirklich die Verantwortung ziehen, das Vermögen hat. Das ist ja für jeden klar sein. Gehen Sie davon aus, dass wir nicht so dumm waren. Wir müssen uns ja was stellen lassen. Ich wurde dann immer in festen Schlägereien verwickelt. Ich wurde immer wüst beschimpft. Meine Frau wurde auch beleidigt. Und man hat uns ja mal so ein bisschen gestartet. Ich habe auch heute wissen, dass ich von 2000 ist, weil ich auch keine Lust zu empfangen hatte. Ich wusste damals noch nicht wie, aber wir hatten immer alle die Symptome, die man nach einer Vergewaltigung kann. So wie meine Frau hat auch ich. Also, ich habe ein bisschen mehr geredet und deshalb habe ich auch, hört man auch schon meine Vergiftung, die jetzt weg sind. Also der Druck ist ganz enorm auf uns. Jetzt hat man noch nicht mehr viel erzählt. Es sollte klar sein, wenn ich zu viel Störung hatte, hätte ich jetzt noch das Bett. Dank der Polizei, des schweren Polizeigebiets. Sicherlich auch andere Gruppen, die nicht korrupt sind, Arbeit für uns machen. Höchstwahrscheinlich auch die größte Teil. Aber wir wissen es nicht genau. Ja, und deshalb, wenn ich da ein bisschen deutlicher geworden bin, als ich den Weg entwickeln soll, dieser Tode, dann nicht mehr leben. Es ist schön, dass ich dann noch dabei blieb und auch, dass wir meinen Husten gehört haben. Über meinen Brecherhals und so, wenn ich den eingearbeitet habe im Treppenhaus oder wie sie auch gehört haben, worüber ich nicht stolz bin. Wie ich dann nicht mal auf die Toilette geschafft habe und wie ich vorher dann ein Statement gegeben habe und ohne noch total locker war. Aber eben den Hausflur hoch musste mit dem Schopper. Die Zeit reichte, dass ich so viel eingearbeitet habe, dass ich bei
meinen Stuhl nicht mehr halten konnte. Weil ich voll in die Hose gemacht habe. Ja, und natürlich, wenn viele sogar gelacht haben, gefeixt haben, gedacht haben, hat der Alte so alles von sich gibt, das ist doch peinlich und so. Ja, natürlich war es mir peinlich, aber natürlich muss ich auch anschlagen für DDR-Bürger, die es nicht mehr können. Natürlich hat man das mitgemacht bei den DDR-Bürgern. Es war denen so egal, genauso wie denen das jetzt egal war, wie diese Miesbacher, die sie nur vorgeschoben haben, die das trojanische Pferd war. Einfach Handlung gegen uns unternommen haben, obwohl ich so kam, da war einfach keine Mitschrift drin. Das war denen total egal. Auch dieser Arzt ist da total voll mit integriert gewesen und wollte meine Frau noch irgendwas provozieren, indem er einfach mit Gewalt durchging, ohne irgendwas zu sagen. Sie müssen sich mal vorstellen, Sie haben die Polizei da, die Aufregung ist groß, weil sie nur lügen und machen, was sie wollen. Das sind so feindlich mit der Sache. Dann kommt einfach irgendeiner, der aussieht wie ein Friseur, ungepflegt, der sich noch nicht mal vernünftig unterhalten kann. Also, das ist schon ein bisschen traurig, wenn man sich meine Furcht total betäubt hat, konnte meine Redewendung so ganz gut. Ich geht einfach durch. Einfach mit Gewalt und dem Wort zusammen in den Tag. Ja, angeblich hat ja die Polizei gewesen, wir wissen, ob sie da nur decken oder ob sie nur ausgenutzt wurden. Und im Hintergrund, dass wir gefunkt haben zum Polizeirevier und da natürlich diese Ex-Stasi-Volkspolizist wartet, die Männer hören sich nach. Und dann genau diesen Arzt gerufen hat, oder was weiß ich nicht damit. Er wusste genau Bescheid, er hat Geld bekommen und er hat auf jeden Fall gegen uns gearbeitet. Und was er davon sich gegeben hat, können Sie sich nicht noch anhören. Einiges andere weiß ich noch, was er nicht gesagt hat, aus operativ-taktischen Gründen. Ich glaube, verstehen, aber das weiß ich auch schon. Also ich, kein Vertrauensersatz, ich, Hypochonder, also bilden mir alles ein, die Hypochonder sind die, die alle Krankheiten haben und sich das angehen. Und ich, total dreckig. Nach Molin gerochen, das hat mir keiner gesagt. So wurde er mich dann mit Mal für den dann ein, dass er mich dann mitnimmt zur Untersuchung. 10 oder 12 Stunden nach der Vergiftung. Also, ich hatte alles erbrochen und dann raus aus meinem Körper. Das ist so, die sind natürlich auch clever. Wussten, dass sie was einleiten, als man nicht auch nichts gefunden hat. Also gestorben. Wenn ich den da einfach mitnehmen wollte, damit meine Frau erstmal allein ist, damit sie die erstmal wieder rumgekommen. Ne? Genau. Zum Glück war die Polizei da. Ich habe mich natürlich auch total geweigert, aber ohne Polizei hätte ich natürlich keine Zeugen gehabt. Und man wollte uns unbedingt haben. Man hat sofort Gewalt angewandt und sie waren alle zu Hause. Meine Frau sagte, die gingen da immer alle mit den Treppen hoch und runter. Das müssen der Polizist auch noch wissen. Und das war komisch zu der Zeit. Ich denke, die arbeiten alle. Also man hat nur auf den Zugriff gewartet und es war nicht gut, dass die Polizei da kam. Man hat natürlich gesagt, man ruft die Polizei, weil sie sieht uns die Polizei, wie wir aussehen und sie hat die Wohnung und denkt, wir müssen jetzt sowieso eine Klappschmiede sein und so. Ja, ich sag doch, sei doch mal so nett und geh. Und guck mal, ob hier irgendwo einer steht in der Zwischenzeit. Ja, wir müssen mal gucken. Und hier ist mir gerade wieder so ein komisches Geruch zusammen mit Zigarettenschwein. Aber man lässt natürlich in Ruhe. Diesen Angriff sollte eigentlich gut abschließen, der Welt sein, dass unser Leben bedroht ist. Das interessiert hier keinen. Ne? Dann haben sie vielleicht doch irgendwas gemacht. Ist vielleicht weitergegangen. Jedenfalls möchte ich nochmal unterbrechen.